Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Es ist Samstag und die UFC Vegas Fight Card findet auf jeden Fall heute statt. Heute kämpft Justinio Rosenstrike versus Cyril Gane im Main Event. Wird ein nicer Kampf. Ich gehe bei diesem Kampf mit Gane, einfach weil ich ja ihn und seinen aufstrebenden Style sehr feiere. Ansonsten ist es auch eine mega nice Card, also schaut da auf jeden Fall heute bei DAZN vorbei. Ich glaube, um 4 Uhr könnt ihr die Main Card schon nachts gucken. Aber jetzt bei diesem Video soll es erstmal darum gehen, dass Dustin Poirier gestern bei Joe Rogan im Podcast saß und natürlich auch über den Kampf mit Conor McGregor gesprochen hat und über die Zukunft, wie er es sich weiterhin vorstellen würde. Nachdem man McGregor nämlich bei der UFC 257 besiegte, ist Dustin Poirier nun mehr als bereit, es nochmal mit McGregor anzugehen. Er glaubt jedoch nicht, dass es sein Kampf um die Leichtgewichtsmeisterschaft in der UFC sein sollte. Es ist ein Kampf, Mann. Ich glaube nicht, dass man jemals wirklich jemandes Nummer hat und ihn immer wieder predikten kann, ihn immer wieder vorhersehen kann. Er wird sich anpassen. Es wird ein ganz anderer Kampf sein, in Bezug auf den dritten Kampf jetzt natürlich. So wie der erste und der zweite anders war, wird der dritte auch anders sein. Ich muss es ändern und die Dinge frisch halten und ihn im Ungewissen lassen. Poirier verlor gegen McGregor bei ihrem ersten Aufeinandertreffen, demontierte ihn aber bei UFC 257 und beendete den Iren in der zweiten Runde sehr, sehr unglaublich. Obwohl Poirier mehr als bereit ist, ein drittes Mal gegen McGregor anzutreten, glaubt er nicht, dass es um den UFC Leichtgewichtstitel gehen sollte, wenn Khabib Nurmagomedov im Ruhestand bleibt. Obwohl noch kein Deal für einen dritten Kampf abgeschlossen wurde, sagte UFC-Präsident Dana White Anfang des Monats gegenüber Reportern, dass er hofft, ihn irgendwann in diesem Sommer stattfinden zu lassen. Die ersten beiden Begegnungen zwischen Poirier und McGregor fanden im Abstand von fast 7 Jahren statt, wobei beide Kämpfer einmal gewannen. McGregor holte sich den Sieg mit einem TKO in der ersten Runde bei UFC 178 im September 2017. The Notorious fand sich zu diesem Zeitpunkt inmitten einer 15-Kämpfe-Siegesserie und besiegte daraufhin im Dezember 2015 Jose Aldo. Nun sind beide ganz andere Leute und nun wird der Kampf auch ganz anders sein. Dustin Poirier sagt, er hat noch keinen Anruf bekommen in Bezug auf den Conor McGregor Kampf, also weiß auch noch nicht, wann der stattfinden wird, und er will auch im Sommer erstmal Urlaub mit seiner Familie machen, aber sobald er den Anruf bekommt, wird er sich dann ja natürlich seinem Trainingscamp widmen und dann natürlich auch den Kampf mit Conor McGregor. Das feiere ich. Er persönlich sagt selber, der Kampf wird nicht um den Titel gehen, er will es nicht, er sagt, McGregor hat es nicht verdient und so weiter und so fort. Er hat auch nun Charles Oliveira abgelehnt, das ist offiziell. Das heißt, wir werden Dustin Poirier auf jeden Fall gegen Conor McGregor 3 sehen. Ist ganz nice, ja, kann man sich auf jeden Fall wünschen. Das ist sozusagen die letzte Chance von Conor McGregor, dem Titel auf jeden Fall nochmal nahe zu kommen. Und ja, ansonsten hat Dustin Poirier auch über Nate Diaz gesprochen und hat zum Beispiel gesagt, dass er auf jeden Fall dabei ist, wenn er kurz vor seiner Karriere steht, beziehungsweise vor seinem Karriereende, dass er dann auf jeden Fall ins Weltergewicht hochgehen wird, weil er im Federgewicht, allein schon als er auch ins Federgewicht runtergecuttet ist, und 86 Kilogramm wog. Das heißt, Leute, er hat 20 Kilogramm gecuttet und im Leichtgewicht fühlt er sich viel wohler, viel fresher, aber da cuttet er auch ordentlich Gewicht. Ich denke auch, dass Poirier läuft mit um den 90 Kilogramm rum, also ist auch ein schwerer Typ, aber ja, nun fühlt er sich wohl, aber vor dem Karriereende will er auf jeden Fall ins Weltergewicht gehen, um mit Nate Diaz zu kämpfen. Finde ich sehr nice, Leute. Lasst mich eure Meinung dazu in den Kommentaren hören und schaut doch mal gerne in die Videobeschreibung vorbei. Ansonsten bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Euer NoTime MMA.